So. Ey, du musst den Ding. Ach so, stimmt. Mhm. Every fucking time, ey. Ich raste. Echt mal, ey, der kam jetzt einfach so voll asozial jetzt hier nochmal. Voll unnötig, ne? Au. Au. Wow. Mann. Was ist denn für ein Mann? Oh boy. Das war jetzt ein Alter, das war ja. War einfach. Ja, ja, richtig belohnt hier. Wollen wir nochmal mit der Insel rumfahren, bevor wir den finalen Bosskampf machen? Ja, das machst du schön an, Leute. So einen Rundblick über die Welt nochmal? Hä, wie ist das? Congratulations, you've collected all of the catchines. A message is ringing out from the Giga Bell. Wow. You're ready. Go. Cleanse the beast of its fury with the full power of the catchines. Lass mal wieder weg. Das hat dann jetzt eh gar nicht die Zeit, weil ich bin grad hier zum Exit vom Kollegen Großbowser. Boah, da kommt wieder der Rest. Ah, guck mal, er ist eine andere Person. Oh, tatsächlich. Der ist so komplett so richtig. Oha. Ich glaube, der rastet aus. Aber es ist okay. Ich raste aus! Ach, du schaust aktuell Pokémon auf Netflix. Oh, wie findest du es? Ich habe schon lange über Pokémon geschaut. Achso, da steht sogar, dass dies mit Abstand die beste Serie ist. Ah, okay. Jetzt haben wir jetzt das Sonderspunkt. War das schon immer so dieses Funkeln von uns? Nee, ich glaube, das ist neuer. Weil ich meine, der Bosskampf wird jetzt auch heftig, deswegen muss das zu übertroffen werden. Ich meine, der Lebensbalken ist sogar blau. Das muss schon was heißen. Du musst jetzt richtig platt machen. Ich bin hier schon gekommen, wohl, ey. Boah, ich hatte jetzt schon. Also wir nochmal so ein Stachel. Ich hab wieder nur eins gesehen. Jawoll! Boah, ich komme denn jetzt gerade voll weg. Ist da alle da drauf, was? Was willst du tun? Ja, geht eigentlich voll klar, ne? Wenn du jederzeit so ein Stachel in der Nähe hast, warum nicht? Ich kann ja gerne. Ich kann dafür sorgen, dass er gar keinen Angriff hat. Nein, er hat ja nicht auf die Also jetzt ja. Aber jetzt haben wir Fügel lernen. Ja, ist gut. Mal bei dir wird, hast du so das Überabfuck-Level des Todes, ey. Hier so. Und dann halt. Das, ey. Bam! Double Hit, ey! Ja, wir müssen hier aber ein bisschen beeindruckt. Easy. Alles sehr easy. Boah, du hast ein bisschen zu Ende der Welt gehauen, hast du gesehen? Ja, genau. Wie sieht das also aus, wenn man in der Land ist, ey? Ja, das ist keine Kühe. Achso. Er hat einfach eine Frappe. Und wenn man ins Winter fällt, ist er eine Absicherung. Ich muss nur nicht sagen, wenn du eine Überklasse bist, wie klein einfach alles ist. Ja, ist schon witzig. Ich meine, es ist die ganzen Welten mit dem Leuchtturm und der Leuchtturm ist so groß wie dein Schwanz. Ziemlich leer. Schon ein bisschen, ne? Das bringt halt gar nichts, wenn man da oben steht.
einfach voll daneben, aber das ist okay. Vielleicht brauchen wir sogar echt nur die eine Kassenkappe. Ich hab den jetzt voll drauf. Was? Was hab ich jetzt gerade gegangen? Mal, dass der jetzt da hinten ist, ey. Boah, Doppeltreffer, ey. Ja, genau, gib ihm! Machst du den nächsten Treffer und dann bist du da, ey. Lass dir aus. Ich find's lustig, wenn dann so ein Close-Up kommen würde, so, weil so wie der letzte Schlag ausgeführt wird, so, dass jemand kommt, auch der Finger wird, weil ich finde einmal so, nee. Ja, genau. Boah, ey. War das jetzt alles easy? Anscheinend, ja. Das war schon einfach. Das war jetzt eigentlich genauso wie jetzt wieder. Das ist echt einfach geschafft. Kommt jetzt vielleicht sogar noch was. Ja, vielleicht kommt jetzt nochmal ein normaler Bowser-Kampf, so wie es sonst auch immer. Aber ich glaube, ich muss gleich mit der Bowser Jr. sprechen. Da kommt wieder ein normaler Bowser. Ich kann mal versuchen, ob ich da auch vorweg fliegen kann. Ja, gut, stimmt, wenn die jetzt vom Feuer nicht treffen lassen. Ne? Kann ihm mal einen Support machen. Ja, aber ist okay. Wir haben ja, glaube ich, wir können die einfach alle dafür aufbauen. Ne? Boah, den nehmen wir wieder. Wie lange will der denn noch abhauen, ey? Sagen. Ah, ich glaube, das ist gescriptet von ihr, genau. Ja, ich glaube auch. Das wird mich quasi vorne sein. Das ist total. Ja, jetzt müsste ich ihn nämlich treffen können, weil jetzt mit der. Nee. Nein, da kannst du ja auch eigentlich gar nicht aushalten. Mit dem Feuerwurf weiß ich nicht, ob ich da bremsen oder so. Auch geht das nicht. Nee. Keine Ahnung, was ich dann wahrscheinlich in die andere Richtung. Ah, okay, jetzt. Jawoll! Ich glaube, der Kampf geht viel länger. Mhm. Oh, nimm. Achso, ich war klein. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich klein bin. Ja, das ist jetzt kacke. Eine Münze haben wir noch. Ja, irgendwie.
mich einfach mal aus. Ganz ja nicht eilig. Ja, das ist richtig, sehr eges. Also von daher, du musst den ja nicht wirklich einmachen. Ich dachte, der wollte jetzt sogar Flammenwurf machen. Ja. Ich glaube, der Endkampf geht jetzt einfach ein bisschen länger. Das glaube ich auch. Den einen Kämpfer hätten wir echt, glaube ich, gestern noch holen können. Vorgestern aber, ja. Ja, vorgestern. Ja, gut, aber der Bosskampf geht jetzt schon ein bisschen. Ja, komm. Und wir wollten ja noch die Rüschen getroffen. Das ist nicht die, wir wollen nur mal. Ich weiß nicht, ob ich auf Höhe treffen muss. Nee. Das ist ärgerlich. Ich bin nämlich auch nicht. Ich glaube aber im ersten Kampf nur einmal. Also da hast du ihn halt umgekegelt und danach kommt es wieder in die Hand. Nee, das ging halt schon ein bisschen länger. Oha, okay, jetzt haut er mal rein. Geht immer noch rein? Da wird mir der Glocke hin. Ja, ist wohl so viel. Ich bin gerade irritiert. Aber wahrscheinlich hatte dein Charakter, ging das auf deinen Charakter drauf. Das kann sein. Und dadurch hättest du das eingefangen. Ich denke auch so drei Treffer wieder, ne? Ein klassischer Bosserfight. Ja, stimmt schon, Harry wollte einfach immer den Meckern starten. Außer wenn wir es durchgeführt haben. Noch gar nicht. Das ist ja wohl. Oh shit, ich hätte dann Ding treffen können. Ja, das ist Kurze Sache, Kohle. Der Kampf geht aber ein bisschen länger. Okay, ich kann es auch nicht mehr sehen. Ich war gerade voll in den Bocken liegen. Der war cool gewesen. Ich habe mich auch voll holen können. Voll. Wie wäre das dann, ey? Au. Ja, jawohl! Ein zweiter Treffer. Jetzt nochmal so eine Maus, ja.
Okay. Oh, sehr nice. Das ging jetzt schnell. Oh, das geht an. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Treffer gehen jetzt kürzer hintereinander. Ja, gut, jetzt war so vor. Also ja. Das jetzt. Ja, sehr gut. Okay, doch, das passt. Ja, den Treffer konnten wir easy nehmen. Easy. Jawohl! Jetzt komm ich in die Szene, ey. Dass hier einfach so riesig wird, ey. Musik dazu. Was sagt das so dumm weg? In so einem, keine Ahnung, ganz schlecht animierten. Sonne ist jetzt am Himmel. Ich bin schockiert. Und guck mal, sogar die Wolken. Alright, here we go again. Was es mit den Katzen auf sich hat. Frage, ey. Das Power-Up ist ja eine Katzenglocke. Denk mal, in dem Rahmen. Ja, aber ehrlich gesagt, ja, es geht halt hauptsächlich dann um das Katzen-Power-Up. Ist ja auch so das Erste, was du immer direkt auswählen kannst. Und so. Naja, klar, also das Katzen-Power-Up war ja in Super Mario 3D World so im Fokus. Ja. Und ja, ich denke mal, das ist jetzt quasi so die Heimat der Katzenglockengedöns, so die ganzen Katzenleben. Ich glaube, die meisten Katzen waren einfach nur rein dekorativ. Was ich mit den. Ich find's lustig, wenn jetzt noch so eine Katzensuchmission kommen würde oder so. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Wahrscheinlich ist jetzt einfach ein Ende. Jetzt kommen Credits wieder. Aber ich weiß nicht, wenn Kirby da Informationen hat, was mit den verbundenen Katzen auf sich hat. Abgesehen davon, dass sie im Dunkeln zu solchen Horrorviechern werden. Ja. Genau, genau. Primär um die Katzen wegen dem Katzenpower. Und diese Katzensonnen, ich glaube, die machen alles für Katzen auch irgendwie gemacht. Aber sogar auf Bowser Juniors Bilder sind alles also mit Katzen. Ja, der hat das ja dann, der zeichnet ja so. So dass ja. Er... ja gut, das ist ja jetzt nur so, das ist jetzt, also Super Mario 3D World ist, glaube ich, mehr so ein... der Hauptbereich, ne, das Hauptspiel, das was wir jetzt erst vor Tagen durchgespielt haben komplett. Und das ist jetzt noch so Bowser's Fury, da geht es jetzt noch darum, ne, dass Bowser richtig sauer ist und so und wir ihn erstmal wieder beruhigen müssen mit diesen Catshines. Das war ja kein eigenständiges Spiel, sondern es ist ja quasi so ein extra Zusatz, weil sie ja ein Wii U-Spiel einfach nur auf die Switch geportet haben. Hm.